Hallo, hier ist Christoph von TapTechD und das ist ein erstes Hands-on von uns mit dem Oppo Finder 5, dem 5 Zoll Smartphone von Oppo, einem eigentlich unbekannten Hersteller, bei uns zumindest, stellt auch eigentlich Blu-ray-Players oder sonstiges her, aber das ist wirklich ein geniales Telefon. Sieht erstens mal wirklich schön aus, wenn wir hier das Glas sehen am Rand, beziehungsweise dann auch noch das Polycarbonatgehäuse, macht einen wirklich sehr wertigen Eindruck. Und das Ganze läuft auch schon mit dem letzten Qualcomm Snapdragon S4 Pro Prozessor, den APQ 8064, also noch nicht der 600er, aber trotzdem her von der Performance schon sehr, sehr flott, wie ihr das seht. Das ist auch noch nicht die neueste Version. Das Ganze läuft aber mit einer eigenen Oberfläche, wie ihr seht. Wir haben auch die 13-Megapixel-Kamera, die sehr gute Fotos machen sollte und auch Videos mit HDR. Da können wir mal kurz umschalten. Einstellungen, da gibt es, seht ihr, einige Möglichkeiten, zum Beispiel HDR, und das nimmt das Ganze schon wesentlich hochwertiger auf. Ja, das ist zumindest mal die 13 Megapixel Kamera auf der Rückseite. Ansonsten haben wir auf der Rückseite lediglich hier eine Lautsprecher, das Oppo Logo, ein Mikrofon, einen Dual LED Flash. Dann hier auf der rechten Seite den Volume Rocker, Micro-USB, ein weiteres Mikrofon, den On-Off-Standby-Button und auf der Oberseite den Audioanschluss. Auf der Vorderseite neben dem Gorilla Glass 2 und den touch-sensitiven Tasten hier eine 2-Megapixel-Kamera und den Lautsprecher. Vom Design ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gerät. Was allerdings fehlen könnte, zumindest den meisten, ist der Micro-SD-Slot und LTE. Leider kein LTE hier verbaut. Denn ansonsten ist es wirklich ein Hammergerät. Wir haben hier ein Full HD IPS Display und ihr seht hier von den Betrachtungswinkeln, das Ganze sieht hier schon wesentlich gut aus. Auch wenn man das jetzt mit dem Sony Xperia Z vergleicht, sind wir hier schon deutlich weiter vorne von den Betrachtungswinkeln. Aber ansonsten natürlich die Farben und so weiter sehen auch sehr, sehr gut aus und natürlich von der Auflösung gar keine Frage, Full HD. Da reicht auch wirklich diese 430 ppi. Ja, das ist das Oppo Finder 5, ein wirklich sehr schönes Gerät, kommt hoffentlich auch bald nach Deutschland, aber warten wir es mal ab, zu was für einem Preis. Ich bin Christoph von TapTechD, ich sage danke und bis zum nächsten Mal.